Marken kann man löschen, wenn man über ältere Rechte wie ältere Marken oder Unternehmenskennzeichen verfügt. Man nennt das relative Gründe, weil das angegriffene Recht, die angegriffene Marke relativ zu den eigenen Rechten, also eigenen Marken oder Unternehmenskennzeichen, zu ähnlich ist. In diesem Video erkläre ich, wie man Marken aufgrund dieser Gründe löschen kann, wenn man die eigentlich dafür vorgesehene Widerspruchsfrist verpasst hat. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner, und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem veröffentliche ich bald ein Buch zu Marken. Mehr Informationen unter www.dasmarkenbuch.de. Und in diesem Video erkläre ich, wie man Marken aufgrund von älteren Marken oder Unternehmenskennzeichen aus sogenannten relativen Gründen löschen kann. Wenn man eine neue Marke entdeckt, bei der man das Gefühl hat, dass sie im Vergleich zu den eigenen Marken oder dem eigenen Unternehmenskennzeichen zu ähnlich ist, dann kann man in der Regel innerhalb von 3 Monaten die Marke mit einem Widerspruch angreifen, innerhalb dieser Widerspruchsfrist von 3 Monaten, und die Marke dann im Rahmen dieses Widerspruchsverfahrens löschen. Wenn man diese Widerspruchsfrist verpasst hat, dann kann man die Marke trotzdem noch angreifen. Und zwar entweder mit einem amtlichen Löschungsverfahren oder einem gerichtlichen Löschungsverfahren. Bei dem gerichtlichen Löschungsverfahren reicht man beim zuständigen Landgericht eine sogenannte Löschungsklage ein und macht eben relative Gründe geltend, also dass man eben über zu ähnliche ältere Marken oder Unternehmenskennzeichen verfügt. Im Unterschied zum amtlichen Widerspruchsverfahren kann man hier auch Zeugen benennen und auch weitere Löschungsgründe geltend machen. Bei diesem gerichtlichen Löschungsverfahren trägt wie üblich der Verlierer die Kosten, da ein Widerspruchsverfahren in der Regel vielleicht so 1.500 bis 3.000 Euro für jede Partei in der ersten Instanz kostet, kann dieses gerichtliche Löschungsverfahren durchaus eine Alternative sein, wenn man sich seiner Sache sehr sicher ist. Wenn man also ziemlich sicher ist, dass der Gegner am Schluss die Kosten tragen muss. Man sollte allerdings beachten, dass die Gerichte ja nicht selten einen Vergleich vorschlagen und dann vielleicht auch beide Parteien die Kosten tragen, und dann kann es wieder teurer als ein Widerspruchsverfahren sein. Das Gerichtsverfahren hat gegenüber dem amtlichen Verfahren auch einen weiteren Vorteil. Das Gerichtsverfahren ist in der Regel viel schneller. Man kann mit dem erstinstanzlichen Urteil nach etwa 1,5 Jahren rechnen, während zum Beispiel das Widerspruchsverfahren oder das amtliche Löschungsverfahren gut auch mal 2-3 Jahre in der ersten Instanz dauern kann. Wenn man also die gegnerische Marke möglichst schnell beseitigen möchte, dann kann es durchaus Sinn machen, mit kurzer Frist abzumahnen und dann eine Löschungsklage einzureichen. Ab dem 1. Mai 2020 kann man beim Deutschen Patent- und Markenamt dann auch ein amtliches Löschungsverfahren aus relativen Gründen geltend machen. Damit gleicht sich die Situation in Deutschland der europäischen Situation an. Beim EUIPO, beim Europäischen Markenamt, konnte man schon länger ein Nichtigkeitsverfahren auf Basis von älteren ähnlichen Marken oder Unternehmenskennzeichen einreichen. Die Widerspruchsfrist verliert dadurch ein Stück weit weiter an Bedeutung, denn man kann eben, wenn man die Widerspruchsfrist verpasst hat, immer noch ein amtliches Löschungsverfahren durchführen, was auch vom Ablauf her sehr ähnlich wie ein Widerspruchsverfahren ist. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man Marken aus relativen Gründen, also aus älteren Marken oder aus älteren Unternehmenskennzeichen, löschen kann. Ich hatte schon erwähnt, dass ich bald ein Buch zu Marken veröffentliche. Mehr Informationen dazu unter www.dasmarkenbuch.de. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.